Hi, ich bin Kadi und ich zeige euch heute im UFM Game Check das Spiel Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Und wenn es einen Preis für den bestbeschreibendsten, nichts offenlassenden Titel gäbe, dann hätte dieser Titel gewonnen, denn in Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4, geht es überraschenderweise um Harry Potter, der die Abenteuer vom 1. bis zum 4. Schuljahr erlebt. Und das Ganze ist in Lego-Optik. Damit hätte ich nicht gerechnet. Als Lego Harry und seine Lego-Freunde könnt ihr nun durch Lego Hogwarts laufen und bekommt erstmal haufenweise Lego-Goldmünzen dafür, wenn ihr ordentlich randaliert. So gut wie alles kann mit Zaubersprüchen zerlegt und wieder zusammengebaut werden. Die Zaubersprüche dazu lernt ihr in der Schule und manchmal trefft ihr auch auf Hindernisse, die nur mit einem bestimmten Zauberspruch gelöst werden können. Wie zum Beispiel eine fehlende Treppe, die man sich dann mit Lego-Steinen selber wieder aufbauen muss. Man kann aber nicht nur Harry spielen oder seine altbekannten Freunde Hermine und Ron, sondern man hat auch die Möglichkeit, mal Charakter zu spielen, die vielleicht in den Büchern oder Filmen oder in den vorangegangenen Spielen nur Nebendarsteller waren. Wie zum Beispiel Hannah Abbott. Hannah Abbott! Wer zum Geier ist Hannah Abbott? Egal, Harry Potter-Fans kennen sie und man könnte sie spielen, wenn sie cool wäre. Cool sind zum Beispiel Tiercharakter wie Rons Ratte Krätze, mit der man durch Rohre kriechen kann, um versteckte Schalter zu finden. Oder auch Hagrids Hund Fang, mit dem man Sachen ausbuddeln kann. Ich hab einen Baum ausgegraben und weggebellt. Ich habe die normalen Harry Potter Spiele bis jetzt alle gespielt und ich finde diesen Das Spiel zum Film Charakter irgendwie scheiße, wo die Macher eher mehr Wert auf die Anlehnung an den Film als auf die Magie gelegt haben. Und obwohl ich ehrlich gesagt die Lego-Optik ein bisschen blöd finde, ist Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4, so wie ich mir ein echtes Harry Potter Spiel wünsche. Es gibt diese 4 Stories, man kann Hogwarts auch im freien Spiel erkunden, dann gibt's noch jede Menge Bonus-Level, wobei das erste sowieso am geilsten ist. Geld! Geld! Man kann ganz viel Geheimzeug finden und freischalten und dieses Spiel hat sich einfach die Magie bewahrt. Ich mag es. Und deshalb bekommt Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4, von mir eine zu 90% ausgefahrene Radioantenne. Das sieht aus wie Lego Hogwarts, nur farbentsättigt. Und da ist ein großes Lego-Schwein.